sind wir wieder. Auswärtssieg! Kampf, Wille, Riesenkompliment an diese Mannschaft. Wirklich, jeder hat gefightet bis zum Ende. Auch hier bei, ich glaube, 25, 30 Grad, ich weiß gar nicht, aber es war schon sehr zermürbend. Das 1-0, der Isak, glaube ich, spielt einen brutalen Ball in die Tiefe. Und ja, wir wissen alle, dass Zolis das einzige 1-0 überragend macht. Ich glaube, zieht dann nach innen, ich glaube, gleich ist er zum Weg gegen Karlsruhe und dann knallt er den wieder unten rechts rein. Das ist seine Qualität und das nutzen wir aus. Ich glaube, 2-0 bei Hoffi. Das habe ich nicht von hinten so gesehen. Standardtor, Stärke von uns, denke ich. Completely dominate. They get one lucky goal in the 44th minute, I think. Uns nicht unterkriegen zu lassen. Wir haben super gespielt bis zum Tor. Natürlich die Rostocker Fans, die machen unglaublich Stimmung dagegen zu halten, ist nicht so einfach. We control the game. Defensively in the second half, because we knew with the fans and with the atmosphere that they would put some pressure on us. Hopefully it's nothing serious, but it was good that Jamil came on and did a good job. Wie immer halt, ich versuche mein Bestes zu geben, versuche mich da reinzuknallen. Natürlich ist es schwierig in so einem Spiel, in so einem hitzigen Spiel auch mit den Fans. Ja, aber die Jungs haben es mir einfach gemacht, ich habe meine Aufgabe gemacht und am Ende sind wir als Sieger vom Platz gegangen. Wenn es dann 2-1 steht und mein Profil ist die für Läufe zu bieten, Konter zu setzen, dann mache ich das auf jeden Fall und ich sage, super in Szene gesetzt von Isak. Freut mich riesig, auch mal wieder getroffen zu haben. Und ich sage, als Mannschaft wachsen wir so eng zusammen, jetzt auch 8 Stunden hingefahren, Sieg mitgenommen. Jetzt fühlt es nochmal 100 Mal besser an, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Das dritte von Jona, überragender Konter. Auch wenn der erste Kontakt nicht gut war, Jona. Aber trotzdem super Tor. Jona scored the goal. Did a very good job after a tough period not playing and he was like a monster out there, so it was unbelievable. Wir wachsen viel, viel länger zusammen und dadurch bleibt die Stimmung super und alle sind für einen da, auch wenn mal einer nicht spielt und das pusht uns als Team nach vorne und so kann es weitergehen. Das müssen wir, wenn wir was erreichen wollen in der Liga, müssen solche Spiele gewinnen. Das sind die ekelhaften Spiele, zum Beispiel auswärts in Rostock, wie wir sehen, die Fans nach dem 2-1, wie brutal es war. Und ja, da mussten wir erstmal durchstehen, aber haben es gut gemacht. We just have to keep on playing like we did, especially in the first half. I think every team knows how good we are now and we just have to keep on going and keep on playing as we did today. Köszönöm, csalálat!